Meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Mstars und heute werden wir mal ein ganz besonderes Perk-Bild zocken. Das besteht aus Flip-Flop, was dafür sorgt, dass wenn wir im Sterben liegen, 50% des Erholungsfortschritts in Abwehrfortschritt umgewandelt wird, wenn du vom Killer aufgenommen wirst, und zwar bis zu einem Maximum von 50% des gesamten Abwehrfortschritts. Das nächste Perk ist unbeugsam, was uns einmal pro Runde aufstehen lässt, gleichzeitig beschleunigt es die Todeserholung um 35%. Dazu gibt es noch Beharrlichkeit. Deine wilde Beharrlichkeit in heiklen Situationen lässt sich 50% schneller kriechen und gleichzeitig erholen. Das heißt, wenn wir geslackt werden, können wir wegkriechen, uns unheimlich schnell regenerieren, um dann schlussendlich möglicherweise dafür zu sorgen, dass der Killer uns nicht aufhängen kann. Sollte er es doch hinkriegen, haben wir DS dabei, damit wir wenigstens noch mal ein bisschen davon kommen können. Gleichzeitig können wir uns natürlich nicht heilen, deswegen rocken wir auf jeden Fall noch ein Medkit und irgend so ein Billo-Offering. Let's go! Okay, wir sind auf dem Familiensitz von Yamaoka. Das ist auf jeden Fall heute noch nicht die erste Runde, die ich spiele. Ich war schon ein bisschen unterwegs, musste leider ein bisschen Killer zocken, weil ich einfach keine Blutpunkte habe und eigentlich gerade Felix zocken wollte. Wir haben einen Pipi-Head am Start, der uns auch direkt mal jagen wird. Wir müssen versuchen, ich werde mal versuchen, so schnell wie möglich von den Haken wegzukommen. Und genug Distanz zu machen, damit wir auch gar nicht erst... Oh, scheiße, hier ist auch direkt ein Haken natürlich. Damit wir hier gleich... nicht... 360! Oh! So, direkt erholen. Wir können dabei kriechen. Yippie! Okay, ja, kann... Wir haben ein bisschen mit Flipflop was gesammelt, aber das reicht natürlich nicht. Wir werden wahrscheinlich direkt an den Haken kommen. Fuck. So, bitte abhängen. Muchos dineros. 360. Oh nein, das war so dumm. Aber wir haben ja Gott sei Dank DS, also tschüss. Er will jetzt unbedingt mich raustunneln, da bin ich mir ganz sicher. Nee? Doch. Oh nein. Oh doch, alles gut. Wir heilen uns erstmal hoch. Der mich gleich auch grabben wollte, ne? Kleiner Frechdachs, der. Du bist ein richtig frecher Bursche. Hier oben kannst du mir eh nichts anhaben. Können wir noch einen Hit für ihn nehmen? Sollen wir noch einen Hit nehmen? Nee, ich nehme lieber keinen Hit. Wir bereuen das auf jeden Fall. Da bin ich mir ganz sicher. Vielleicht machen wir doch dann einen Gen oder so. Na, haben wir keine Teammates? Wo ist der letzte? Ich werde jetzt wahrscheinlich gleich gefunden. Nee? Hier, nimm mein Medikit. Das schöne Medikit. Ich hoffe, er ist kein Dieb und er gibt es mir wieder. Gebe es mir zurück. Oh, vielen Dank. Du bist großartig. Du bist ein guter Mann. Oh, scheiße. Nein, ich wollte eigentlich, dass er das Window nur faken. Dafür ist er zu kurz, mein Freund. Ha! That's what she said. Oh Gott. So. Wir können kriechen, gleichzeitig uns erholen. Ja, ja, ja. Wenn er das jetzt macht, dann hat er natürlich... Nein, 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 lass mich. Nein, 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 nein. So, wenn wir 100% haben, haben wir 50% Wiggle-Fortschritt. Wir könnten auch theoretisch einfach nochmal aufstehen. So, jetzt Flip-Flop kickt. Bam, bam, jetzt müssen wir aber richtig Gas geben hier. 50% schon erreicht. Der wird sich so wundern. Komm schon, kein Haken. Oh, meine Finger, meine Finger. Yippie! Du kleiner Hund. Oh, chillig. Es hat funktioniert. Freunde. Ja, und ich denke, wir sind raus. Okay, Leute. Für die nächste Runde habe ich das Build jetzt ein bisschen verändert. Ich habe jetzt DS ausgetauscht gegen wildes Herauswinden. Das heißt, wenn wir 25% Wiggle-Fortschritt haben und in einer Palette liegen, können wir die Palette droppen und uns vom Killerrücken befreien. Schauen wir mal, wie das funzt. Cold Wind Farm. So, für diese Runde habe ich mir fest vorgenommen, zweimal Power Struggle hinzukriegen. Es hängt natürlich auch stark vom Killer ab. Oh, es ist aber eine Slugtress. Not with me, please. No, 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 no. No, no. Ich weiß, dass du sluggen willst. Komm, slug uns. Aber vielleicht sollten wir auch erstmal nebenbei noch einen Gen machen. Hat auf jeden Fall wieder ein Teammate injured. Und mit erhobenem Beil. Oh. Das war ein guter Wurf, ehrlich gesagt. Ich will hier allerdings nicht down gehen. Ganz und gar nicht. Jetzt sollten wir uns hier ein bisschen heilen. Nein! Sie wird den Fensterwurf versuchen. Warte mal, sie hat nicht One-Shot-Äxte.
Oh, da ist jemand in den Schrank gegangen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Oh, nicer Wurf. Ja, wir schaffen das aber. Aber so richtig Attacke macht sie auch nicht, ne? Da ist sie wieder weggegangen. Die Gens in der Mitte sind schön qualvoll für Huntress. Die tritt keine Gens. Kommt aber gerne zurück. Keine netten Check-Games mit Huntress. Wir haben hier noch einen Generator, den ich gerne fertig machen würde. Erster schmerzhafter Gen. Au! Keine Beile mehr? Oder da ist... Nee, da ist jemand um die Ecke bei ihr. Okay. Auch kein Problem. Voll geheilt. Nein, da ist doch dein Opfer. Oh, tut mir schon fast ein bisschen leid. Geh mal schnell eine Rettungsmission starten. Huch! Aua, 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 aua! Ah, nein! Tenacity! Ja, 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 ja! Oh Gott! Oh Gott, wir schaffen das nicht. Oh, sie slackt, sie slackt! Oh, das ist perfekt! Perfekt! Die haben natürlich immer Angst, dass man hier rauskommt. Sie wird mich so ein bisschen als Köder benutzen, aber sie weiß ja nicht, dass ich Power Struggle habe, Bruder! Good. Max here, I know she is. Oh, she had Power Struggle. She didn't even need Meg. Nice. So I can't select the kit, which is a problem. Don't actually know where she's even gone either. Yippee! Power Struggle ist ein sehr mächtiges Perk. Schöner Self-Save. Komm schon, Huntress. Was machen Sachen? Ach, hier. Party hard. Ey, ich hab mich getrappt. Das ist fies. Ich will nicht. Rass mich raus hier. Das hat mich getrappt. Ach, ich geh raus. Ich will den Pip saven. GG, Huntress. GG's. Okay, Friends, wir müssen uns was Neues überlegen. Ich habe mir jetzt eingepackt eine geräumige Werkzeugkiste, die Drahtspule und die Gripzange, damit wir noch 15 Sekunden länger einen Haken sabotieren können. Wir werden jetzt einfach die Haken um uns herum sabotieren. Dazu habe ich mir noch ein versteinertes Eichenholz mitgenommen, damit die Haken ein bisschen weiter voneinander entfernt sind. Damit vielleicht nicht der Killer irgendwie durchdreht und wir vielleicht durch zwei Paletten durchlaufen. Okay, let's go. Easy done. Aufnahme 438.000. Holy shit. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwierig ist, Power Struggle irgendwie hinzukriegen. Da könnte man ja schon fast sagen, dieses Perk is useless. Also nach ein paar Tests würde ich sagen, es ist schwer, damit irgendwie was zu reißen. In einem normalen Match. Ganz viele Zufälle müssen da zusammenkommen. Jake ist down, genau neben uns. Wir waren Gott sei Dank gecovert. Oh, sie geht erst die Palette treten. Das ist natürlich doof für sie. Oh, ein guter Wurf. Oh, oh. Das reicht für gar nichts. Nein, natürlich nicht. Bitte heil uns, Jake. Danke. Also das Gefährlichste, was wir bei Power Struggle bei diesem Build haben, sind eigentlich die Haken. Die Haken machen uns natürlich den Strich durch die Rechnung. Und alles, was ich dabei habe, ist im Prinzip darauf ausgelegt, liegen gelassen zu werden und dann sich dadurch einen Vorteil zu erspielen, weil wir schnell wegkriechen können, im besten Fall sogar aufstehen können. Sie hat keine Beile mehr. Aber was tut sie da? Nö. So, und schon läuft die LOD wieder. Sie hat keine Ahnung, dass ich hier bin. Machen wir schnell den Unhook. Oh, guter Wurf. Okay, nicht so schlimm. Wir werden geslackt, oh mein Gott. Wir werden geslackt. Die Epic-Palette. In der Shack wird unsere sein. Komm her, Huntress. Komm zu uns. Oh, ja, komm. Baby, pick me up. Jeha! Kein Adrenalin, okay.
ungünstig. Wir können aber theoretisch auch selber aufstehen. Nein, 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 nein. Lass mich, es ist okay. Sie hat den Oh Gott, wir kommen sogar noch mal runter. Oh, wie episch. Tschüss, Andrews. Du musst da mal los, ne? Ist okay, ist nicht so schlimm. Oh, BT sogar. Oh, wir konnten leider den Hit nicht nehmen. Ist nicht so schlimm. Wir machen jetzt was ganz Raffiniertes. Wir gehen einfach hier down. Wir gehen einfach hier in der Palette down jetzt. Was anderes fällt mir nicht mehr ein. Oh nein, Jake. Ich hoffe, ich blute nicht einfach aus, aber es ist eigentlich auch egal, weil ich kann ja nochmal aufstehen. Aufstehen und einfach die Leute aufheben. Oh Gott. Damit hat sie auf jeden Fall nicht gerechnet. Oh, ein bisschen zu früh. Oh nein. Schaffen wir das, bevor der Timer abläuft? Oh mein Gott, was ist das für ein Endgame hier? Oh mein Gott, es reicht vielleicht nicht. Ich weiß nicht, da ist eine Palette. Ja doch, sie könnte. Wir könnten noch Glück haben. Oder blute ich vorher aus? Ich weiß es nicht genau. Komm, heb uns auf. Ja, ja, komm schon. Ich kann nicht mehr laufen. Ah ja. Was für ein episches Finale. GG's. GG's. Okay, meine Freunde, das war der Perk-Build, in dem man uns einfach nicht an den Haken kriegt. Never, ever, ever. Ich muss sagen, gerade das letzte Game war sehr witzig gewesen. Es hat mindestens 25 Runden gedauert, bis mal so eine wunderbare Runde zusammengekommen ist. Man braucht, glaube ich, auch den richtigen Killer dafür. Huntress ist super geeignet, genauso wie Hack vermutlich, weil sie gerne sluggen. Genauso wie der Trapper, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Es ist unglaublich schwer, das abzureißen. Power Struggle ist aber auf jeden Fall unglaublich witzig. Wenn du dann noch jemanden dabei hast, der die Paletten wieder aufstellt, krasse Kombination. Gleichzeitig noch Ausbruch dazu. Probiert es gerne aus, Leute. Sagt mir, was ihr davon haltet, wie euch das Video gefallen hat. Und ihr könnt auch gerne den nächsten Perk-Build in die Kommentare ballern. Was wollt ihr sehen? Ich bin am Start, der M-Starts. Haut rein, Leute. Schaut gerne auf Twitch vorbei und lasst ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Tschüss!